Auch von mir herzlich willkommen im Gottesdienst. Hier, ihr habt vielleicht schon von mir gehört, die mich noch nicht kennen. Ich bin Miriam. Ich bin jetzt hier Pastorin. Ich bin schon vorher Pastorin gewesen. Jetzt darf ich aber auch die Verantwortung für den Laden tragen. Ich glaube, Joachim hat den besseren Deal. Na, ich freue mich total. Es ist richtig gut. Es ist nur manchmal, wir werden nachher sehen, wie gut ich das finde. Ja. Den Rest des Tages. Wir haben heute Nachmittag Mitgliederversammlung, ihr habt es mitbekommen. Und es gibt spannende Themen zu besprechen. Ich habe natürlich bewusst Neues wagen als Thema genommen. Nicht nur ich wage was Neues, ihr wagt auch was Neues mit mir. Ja? Ihr habt die letzten 35 Jahre sicher in der guten Hand des Pastors verbracht, ja, ein guter Hirte. Und jetzt kommt da so eine junge Frau an, ein bisschen durchgeknallt, immer wieder neue Ideen. Auch wir zusammen wagen was Neues. Aber die Predigt geht nicht unbedingt um uns als Gemeinde. Es geht auch ganz individuell um jeden Einzelnen von euch. Ich weiß nicht, wo ihr in eurem Leben gerade steht, wie ihr grundsätzlich zu Neuem steht. Ja, es gibt ja grundsätzlich Typen, die mögen, also Typen jetzt im Sinne von Menschengruppen, Gruppierungen, die lieber gewissenhaft stetig, die wissen, was sie gerne mögen, sie mögen das gerne immer wieder, ja, und das gibt ihnen Sicherheit und das ist einfach, das sind oft so Leute, die ja gut in beständiger Arbeit sind, denen ich gerne meine Papiere mal abgeben würde oder so, ja, Paperwork, möchte jemand mal mein Büro machen, nein, und dann gibt es Leute wie mich, ja, ich liebe Neues. Ich fange gerne was Neues an. Ich bin nicht sehr gut darin, Sachen fertig zu machen. Da brauche ich dann immer einen gewissen Abstetigen, der mich daran erinnert, dass ich vielleicht auch das eine zu Ende machen sollte, bevor ich das nächste anfange. Aber ich mag Neues, ich mag neue Herausforderungen, ich mag das Ungewisse. Ich bin da gerne auf dem Sprung. Aber wir alle, egal welcher Typ du jetzt bist, ob du eher jemand Initiatives bist, der Neues mag, oder jemand gewissenhaft Stetiges, der gerne das Gleiche mag, wir alle haben immer wieder Neues vor uns. So gerne wir vielleicht jeden Mittwoch das Gleiche essen mögen, irgendwann müssen wir auch in unserem Leben neue Dinge tun. Und ich möchte mit euch heute in die Bibel gucken, wie es anderen Leuten vielleicht dabei ging, Neues zu wagen und neues Land einzunehmen. Weil ich glaube, dass unser Gott ein Gott ist, der uns immer wieder auf neues Land stellen möchte. Ja? Es gibt ein Buch, das heißt Neuländer. Er möchte immer neues Land mit uns einnehmen. Und in deinem persönlichen Leben, aber auch in deinem Glaubensleben. Ey, wo hast du das letzte Mal in deinem Glaubensleben neues Land eingenommen? Und darauf gibt es ganz unterschiedliche Reaktionen und deswegen möchte ich mit euch als erstes in die Bibel gucken. Wer seine Bibel dabei hat, kann die gerne aufschlagen. Wer seine Bibel-App dabei hat, der muss wenigstens nicht den Finger anlutschen, um umzublättern. Und wir schlagen 4. Mose 13 auf. Ich lese 13 und ein Stück aus 14, also hört gut zu. Es hilft dann immer, wenn man selber liest. Ich lese nach Neues Leben. 4. Mose 13. Ich höre noch Blättern, deswegen wage ich noch einen Moment. 4. Mose 13, sagt, ich lese nach Neues Leben. 4. Mose kommt nach 3. Mose und wenn ihr beim 5. Mose seid, seid ihr zu weit. Sehr gut. Nun sprach der Herr zu Mose, schicke Männer aus, die Kanaan erkunden sollen, das Land, das ich den Israeliten geben will. Aus jedem Stamm sollst du einen der führenden Männer auswählen. Wie der Herr ihm befohlen hatte, schickte Mose 12 aus der Wüste Paran los. Jeder von ihnen hatte eine führende Stellung in seinem Stamm. Mose gab den Spionen folgende Anweisungen mit auf den Weg. Nehmt den Weg durch den Negev und steigt dann ins Gebirge hinaus. Findet heraus, wie die Beschaffenheit des Landes ist und ob die Leute, die dort leben, stark oder schwach, wenige oder viele sind. Macht ausfindig, ob das Land gut oder schlecht ist, ob die Städte befestigt oder unbefestigt sind. Findet weiter heraus, ob der Boden fruchtbar oder karg ist. Ob es dort Bäume gibt oder nicht, seid mutig und bringt Kostproben der Früchte des Landes mit. Zu jener Zeit wurde nämlich gerade die ersten Trauben reif. Also ein bisschen früher als jetzt, bei uns sind die meisten Trauben schon reif. So machten sie sich auf den Weg und erkundeten das Land. Jetzt springe ich zu 25. Nachdem sie das Land 40 Tage erkundet hatten, kehrten die Männer zurück.
Als sie bei Mose, Aaron und der ganzen Gemeinschaft der Israeliten in Kadesh in der Wüste Paran eintrafen, berichteten sie ihnen und zeigten ihnen die Früchte des Landes. Ihr Bericht lautete folgendermaßen: Wir kamen in das Land, in das du uns geschickt hast. Dort fließt in der Tat Milch und Honig. Ein Traum für jeden Veganer. Und das hier sind Früchte, die dort wachsen. Doch die Menschen, die dort leben, sind stark und ihre Städte sind sehr gut, groß und gut befestigt. Doch Kaleb ermutigte die Israeliten, die sich gegen Mose stellten, und sagt: Lasst uns sofort aufbrechen und das Land einnehmen, denn wir können es ganz bestimmt erobern, rief er. Aber die anderen Spione wandten ein: Wir können nicht gegen sie in den Kampf ziehen, denn sie sind viel stärker als wir. Und sie brachten unter den Söhnen Israels ein böses Gerücht über das Land auf, das sie ausgekundschaftet hatten, und sagten: Das Land, durch das wir gezogen sind, um es zu erkunden, verschlingt seine Bewohner. Die Menschen, die wir dort gesehen haben, sind sehr groß. Sogar die Riesen, die Anakita, haben wir gesehen. Wir kamen uns neben ihnen wie Heuschrecken vor, und in ihren Augen waren wir das auch. Da schrien alle Israeliten laut auf und weinten die ganze Nacht hindurch. Sie murrten gegen Mose und Aaron und klagten: Wären wir doch bloß in Ägypten geblieben oder hier in der Wüste gestorben. Ach, wären wir doch schon tot. Warum hat uns der Herr in dieses Land gebracht? Etwa nur, damit wir hier in der Schlacht getötet werden und unsere Frauen und Kinder als Sklaven verschleppt wären? Wäre es das nicht besser für uns, nach Ägypten zurückzukehren? Und sie sagten zueinander: Lasst uns einen Anführer wählen und nach Ägypten zurückgehen. Da warfen sich Mose und Aaron von der versammelten israelitischen Gemeinschaft zu Boden. Zwei der Spione, Josua und der Sohn Nuns und Kaleb, der Sohn Jephunnes, zerrissen ihre Kleider und sagten zu den Israeliten: Das Land, das wir durchwanderten und ausgekundschaftet haben, ist sehr gut. Und wenn der Herr uns gut gesinnt ist, wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben. Es ist ein Land, in dem Milch und Honig überfließt. Aber lehnt euch nicht gegen den Herrn auf und habt keine Angst vor den Bewohnern des Landes. Sie werden eine leichte Beute für uns sein. Sie haben keinen Schutz, aber mit uns ist der Herr. Habt also keine Angst vor ihnen. Die ganze Gemeinschaft wollte Josua und Kaleb steinigen. Doch da erschienen allen Israeliten die Herrlichkeit des Herrn im Zelt Gottes. Und der Herr sprach zu Mose: Wie lange wird mich dieses Volk noch verachten? Wie lange noch wollen sie mir nicht vertrauen, trotz aller Wunder, die ich unter ihnen getan habe? Da betete Mose: Vergib diesem Volk doch seine Sünden aus deiner beständigen Liebe heraus, so wie du ihnen immer und immer wieder vergeben hast, seit es Ägypten verließ. Da antwortete ihm der Herr: Ich werde ihnen vergeben, wie du gebetet hast. Wir wissen, es geht weiter, dass Gott sagt: Hey, ich vergebe euch, aber außer Josua und Kaleb wird keiner von euch das Land sehen. Sie mussten 40 Jahre eine Extra-Runde durch die Wüste drehen und Sandkörner zählen, und Josua und Kaleb waren die einzigen aus der Generation, die ins neue Land gekommen sind. Haufenweise Emotionen in dem Text, ja? Große Story, Gott hat sie aus Ägypten, aus der Sklaverei befreit, große Freude, sie sind durch die Wüste gezogen, sie haben einen Bund mit Gott geschlossen, und dann stehen sie am Land, an der Verheißung, und plötzlich ist alles anders, als sie sich das vorgestellt haben. Und sie kriegen es mit der Angst zu tun. Neues Wagen scheint auf einmal nicht mehr so attraktiv zu sein. Scheint viel attraktiver zu sein, dahin zurückzugehen, was sie kennen. Da wissen sie wenigstens, auf welche Gefahren sie sich einlassen. Auf menschenfressende Riesen haben die irgendwie keinen Bock, komischerweise. Und es gibt Einzelne, die sagen: Nee, Freunde, lass uns auf das Gute gucken. Es ist ein gutes Land, fruchtbar. Und Gott hat gesagt, er will es uns geben. Wie gehst du mit Neuem um? An welcher Stelle der Geschichte findest du dich? Ich wette, wir finden uns immer an allen Stellen irgendwann mal in unserem Leben wieder. Es wird Momente gegeben haben, da fühlst du dich an der einen Stelle, und es gibt Momente, da fühlst du dich an der anderen Stelle. Horche nicht rein, wo du dich heute in deinem Moment, in deiner aktuellen Lage vielleicht fühlst. Ja? Neues wagen. Schon gesagt, ich mag Neues. Aber nicht jeder mag Veränderungen. Das Gewohnte gibt uns Sicherheit. Es ist gut, dass wir einen Rahmen haben, der uns schützt. Ich habe gestern mit drei Leuten aus unserer Gemeinde ein Seminar gemacht,
in Gießen waren wir und es gab eine Übung, da wurde so ein großes Viereck auf dem Boden gemacht und es ging um Nähe und Distanz und Flexibilität und nicht so hohe Flexibilität. Und wir mussten uns am Anfang immer so in die Extreme stellen. Wir durften jetzt nicht irgendwo auf der Skala uns bewegen, ja. Und ich musste feststellen, dass ich auf dem nicht flexiblen Ende des Spektrums gelandet bin. Und dachte mir so, aber ich mag doch was Neues. Ich musste feststellen, als wir dann irgendwann uns bewegen durften, bin ich ein bisschen weiter Richtung Flexibilität gelaufen. Aber ich mag meine Strukturen. Ich mag es, wenn ich ungefähr weiß, was läuft und dass ich meinen Tag planen kann. Und trotzdem mag ich Neues. Andere Leute auf diesem Spektrum standen in ganz anderen Ecken. Und wir mussten neu lernen, wie sehen wir unterschiedlich das gleiche Problem. Ich betrachte das anders als jemand, der vielleicht in einer ganz anderen Ecke steht. Wie betrachtest du Neues? Was macht es erstmal in dir, wenn ich dir sage, lass uns was Neues machen? Macht es dir Angst? Oder denkst du, yes, endlich, endlich mal was Neues? Neues Wagen heißt nicht immer das Alte komplett abschneiden. Die Israeliten, die waren jetzt in einer relativ krassen Situation, ja. Ägypten raus, neues Land. Wir sind da meistens glücklicherweise nicht ganz so extrem in unseren Neuheiten. Wir dürfen relativ viel, ja, mitnehmen, ja. Aber es gibt auch Leute, die tun sich schwer. Und das ist okay. Ich glaube, Gott war mit all seinen Kindern in dieser Situation. Und er wusste, dass sein Volk unterschiedlich darauf reagiert. Meine nächste Frage dann, stell dir vor, du hast jetzt das Neue vor dir. Welchen Berichten glaubst du? Glaubst du den Kundschaftern, die sagen, hey, das ist ein gutes Land, da gibt es große Früchte, die haben eine Traube geerntet, die sie zu zweit auf dem Stock tragen mussten, weil die so groß war. Ja, das ist ein gutes Land. Ja, es gibt Herausforderungen, aber es ist ein gutes Land. Oder seid ihr eher, wir sind alle eher immer dazu geneigt, erstmal die Katastrophenmeldungen zu glauben. Oh, das ist ein Land, was seine Menschen verschlingt und das sind menschenfressende Riesen. Ja? Irgendwie so eine schlechte Nachrichten finden eine Resonanz in unserer Angst. Oh, ich habe es schon immer gewusst. Ja? Ich wusste, es kann nicht gut gehen. Hinterher ist man immer schlauer. Hinterher hat man es immer gewusst, dass es nicht gut gehen kann. Aber glaubst du das? Wir leben in einer Welt, in der wir so viele Informationen bekommen, in der es so hart ist zu unterscheiden, was ist Wahrheit und was ist nicht Wahrheit, was ist Hetze und was nicht. Was soll nur unsere Angst schüren und was nicht? Und habe ich es geschafft, in mir diese Unterscheidung zu machen? Schaffst du es, die Gerüchte von den Wahrheiten zu filtern? Die Wahrheit kann auch Angst einjagen. Da waren Große, da waren Riesen in dem Land. Ja, und da waren Menschen mit befestigten Städten, die mussten sie bekämpfen. Aber wie hörst du es? Welchen Berichten glaubst du? Bist du jemanden, der grundsätzlich geneigt ist, erstmal all die Hindernisse zu sehen? All die Schwierigkeiten. Oh, wie soll das jetzt mit unserer Gemeinde weitergehen? Wenn wir jetzt keinen Vorstand finden, dann werden wir uns auflösen und es wird uns nicht mehr geben. Kann uns passieren, ja. Oder sagen wir, hey, ja, es ist eine Herausforderung. Aber wir wissen, dass Gott auf unserer Seite ist. Ich liebe es, dass Kaleb und Josua dastehen. Und Kaleb wird auch nochmal extra genannt, dass er einen anderen Geist hatte und deswegen ins Land darf, weil er Gott treu war. Er steht da und sagt, Freunde, ja, es gibt Herausforderungen. Aber Gott ist doch auf unserer Seite. Die Riesen haben ihren Schutz verloren. Gott ist bei uns. Lass uns loslaufen. Alter, die haben Städte eingenommen, indem sie drum rumgelaufen sind. Ja? Hast du schon mal was eingenommen, indem du drum rumgelaufen bist? Also ich nicht. Wir haben es mal versucht. In Berlin mit meiner Gemeinde. Wir wollten unbedingt ein bestimmtes Gebäude haben. Und wir sind einmal die Woche drum rumgelaufen. Haben wir nicht bekommen. Aber wir haben es mal probiert. Welchen Berichten glaubst du und welche Perspektive nimmst du dann ein? Ich habe manchmal das Gefühl, mir fällt es auch manchmal schwierig. Ja, gerade als ich jetzt aus meiner langen Krankheitsphase kam, ich habe mir das Bein gebrochen, hatte ich Corona und irgendwie stapelten sich meine Arbeiten auf. Ja, und dann sieht man nur diesen Berg, der so unüberwindlich scheint und denkt sich so, wie soll ich das jemals schaffen?
dann macht man lieber gar nichts. Kennt ihr das? Wenn man so viel vor sich hat, dann geht man lieber noch mal eine Runde ins Bett, macht das Licht aus. Ja. So eine schöne Karte an der Wand, da steht drauf, meine Küche ist ein Saustall, aber ich habe das Licht ausgemacht, jetzt geht's. Es ist so leicht, uns vor den Schwierigkeiten zu verschließen, zu sagen, oh, ich gucke gar nicht hin. Oder sehe ich die Möglichkeiten, die mir Gott schafft? Sehe ich die Wunder, die er versucht in mir zu tun? Die Israeliten hatten bis dahin unglaublich viele Wunder erlebt. Und trotzdem in dem Moment, wo sie mit menschenfressenden Riesen konfrontiert werden, war es irgendwie vorbei. Ja? Wir haben es auch manchmal, wir haben schon so viel Gutes in unserem Leben erlebt. Jeder von uns. Wir haben erlebt, dass Gott uns trägt. Und dann kommt die nächste Herausforderung und irgendwie müssen wir uns echt stark dran erinnern. Und es scheint trotzdem nicht so viel zu helfen. Weil ich glaube, wir alle erwarten, wenn Gott uns was verheißt und was verspricht, dass wenn es dann vor uns ist, dass es easy peasy locker wird. Ein Spaziergang über eine Frühlingswiese und wir völlig selig in der Verheißung Gottes wandeln. Wir rechnen irgendwie nicht damit, dass die vielleicht umkämpft sind, diese Verheißungen. Wir rechnen nicht damit, dass es Herausforderungen gibt, dass es Umstände gibt. Irgendwie, auch nach 30 Jahren mit Gott, sind wir irgendwie immer wieder überrascht, wenn der Feind versucht, uns davon abzuhalten, dass wir das bekommen, was Gott uns verheißen hat. Ich habe schon so viele Momente gehabt, wo ich immer wieder Gott vertrauen musste, wo er mich herausgerufen hat, dass ich wirklich meine Sicherheiten aufgebe und ihm vertraue. Und ich habe krasse Bewahrung und wirklich unglaubliche Versorgung erlebt. Und jedes Mal, wenn es der nächste Schritt war, stand ich da und dachte so, wie soll das nur werden? Das funktioniert nicht. Ja? Wie oft habe ich mein Studium an einer Stelle mich exmatrikuliert, ohne zu wissen, ob ich an der nächsten Uni angenommen bin. Ja, ich habe alles abgebrochen in Deutschland, ohne zu wissen, ob ich in England tatsächlich weiter studieren kann und ob ich das Geld dafür habe. Ja, dann bin ich aus England gegangen, ohne zu wissen, ob ich einen Job in Deutschland habe. Dann habe ich meinen Job in Bielefeld gekündigt, also nicht gekündigt, mein Vertrag ist ausgelaufen, ich habe den nicht verlängert, hatte gehofft, dass ich bei euch angestellt werde. Aber meine Wohnung war gekündigt, meine Sachen gepackt, mein Arbeitsvertrag war zu Ende, als ihr eure Abstimmung hattet. Ich musste darauf vertrauen, dass Gott es macht. Und ihr wisst gar nicht, wie schwer mir das gefallen ist. Obwohl ich das alles andere in meinem Leben schon erlebt habe. Gott hat mir 2 Autos geschenkt, hat das Studium in England finanziert und plötzlich dachte ich mir, Mist, ich habe noch so und so viel Geld auf dem Konto, so komme ich noch so und so lang hin und dann muss ich bei meinen Eltern wieder einziehen. 26, voll gut. Aber passiert. Wenn man Kinder im Dienst hat, muss man damit rechnen, dass sie mal wieder bei einem einziehen. Es ist immer wieder schwer. Es ist immer wieder herausfordernd, weil wir immer denken, oh Gott plant ja meinen Weg und hat gesagt, er ist meines Fußes Leuchte. Ist er auch. Er hat aber nicht gesagt, dass es deswegen da keine Steine gibt. Er hat gesagt, wir können mit ihm über Mauern springen. Um mit Gott über Mauern springen zu können, muss es Mauern geben. Scheiße, ne? Unser Gott ist größer und oft lähmt uns unsere Angst. Wir denken, oh, was erwartet uns? Was erwartet uns als Gemeinde die nächsten Jahre? Wir werden tolle Zeiten zusammen haben. Wir werden echt sehen, dass Gott unter uns wirkt. Und wir werden Herausforderungen haben. Wir werden gegen die Wand laufen. Wir werden Fehler machen. Aber was überwiegt, ist, dass Gott in unserer Mitte ist, dass er auf unserer Seite ist und dass wir mit unserem Gott über Mauern springen können, dass er Wunder unter uns tut. Freunde, wir haben Platz für Wunder. Wie gut ist das? Ja, wenn wir alles hinkriegen würden, müsste Gott keine Wunder tun. Ich würde viel lieber Wunder sehen, als alles selber hinzukriegen, oder? Und ich bin Perfektionist, ich mag es eigentlich ganz gerne, alles selber hinzukriegen. Gott muss mir immer wieder Demut lernen, ja? Aber wir haben so einen guten Gott. Lässt du dich herausfordern, Neues zu tun? Oder gehörst du zu denen, die lieber zurück nach Ägypten gehen würden? Die sagen, oh, so schlecht war es gar nicht. Irgendwie hatten wir ein Bett und auch was zu essen. Wir hatten stete Arbeit. Ja, wussten immer, das wird uns nicht ausgehen. Kann man mal das Gute drin sehen? Oder bist du bereit, dich herausfordern zu lassen, neues Land einzunehmen? Neues zu wagen? Zu sagen, hey, ich weiß, mein Gott ist auf meiner Seite. Ich werde erleben, wie ich ein Land einnehme, wie Mauern einfach zerbröseln, weil ich meinem Herrn die Ehre gebe, weil ich ihn anbete.
Ich werde sehen, wie Befreiung passiert und ich werde sehen, dass ich trotzdem immer Kind Gottes bin. Die Israeliten, die waren in Ägypten, in einer anderen Kultur, dann haben sie ein Land eingenommen, wo schon Leute wohnten und irgendwie hatten die voll Angst, dass sie nicht mehr sie sind. Aber in all den Umständen sind sie Gottes Volk geblieben, mit ihren Riten, mit ihrer Kultur und das sind wir, werden wir auch. Wir werden Christusgemeinde bleiben. Wir haben eine richtig gute Kultur. Wir sind eine tolle Gemeinde. Und egal, was wir für ein neues Land einnehmen, wir bleiben wir. Aber wir bleiben eine Gemeinde, die Gott erfährt, die Wunder sieht, die vertrauen muss bis zum letzten Moment. Freunde, wir haben, wenn wir heute nicht wählen, 3 Monate, um einen neuen Vorstand zu wählen. Wir müssen jetzt also, Gott muss jetzt mal kommen. Aber wir haben Platz, Wunder zu sehen und Gott wird Gutes tun. Und er wird Sachen machen, wo wir denken, wären wir nie drauf gekommen. Und auch in deinem persönlichen Leben, wenn Gott dich herausfordert, neue Schritte zu wagen, was auszuprobieren, dann wird er sich an deine Seite stellen und du wirst Wunder sehen. Wer weiß, was es für dich bedeutet. Vielleicht triffst du jemanden und hast das Gefühl, die Person muss sich ansprechen. Irgendwas in mir drängt mich. Ich weiß, da ist was los. Ich habe mal vor dem Krankenhaus jemanden angesprochen, die sah so traurig aus und gesagt, ist bei Ihnen alles in Ordnung? Wenn sie, oh, ich habe nur gegähnt, sehe ich so schlecht aus? Ich so, nein, Sie sehen nicht schlecht aus. Aber ich wollte lieber mich peinlich machen, bevor ich sie stehen lasse und vielleicht ist wirklich was los. Wir hatten dann, konnten zusammen lachen, ich habe ihr einen schönen Tag gewünscht und vielleicht erzählt sie zu Hause, Mensch, ich habe ein schönes Erlebnis gehabt, ja, jemand angesprochen. Du weißt es nicht. Vielleicht musst du dich herausfordern lassen, für jemanden zu beten. Die Kassiererin sagt, oh, tut mir leid, ich habe gerade Kopfweh. Sagst du, hey, ich kenne da was, das hilft. Darf ich für sie beten? Was auch immer es bei dir gerade ist, lass dich herausfordern. Oder, schon mal als kleine Vorordnung, vielleicht fordert dich Gott heraus, auf dem Weihnachtsmarkt mit Menschen zu reden und für sie zu beten. Da hätte ich genau das Richtige für dich. Die Gebetshütte. Cool, oder? Da hast du die Chance, Licht zu sein. Neues wagen. Wie gut ist es? Ich finde es super. Ich liebe es, Neues zu wagen. Und ja, es ist schwer. Das heißt nicht, dass es mir jedes Mal schwerfällt, dass ich mir jedes Mal Sorgen mache, dass ich jedes Mal denke, schaffe ich das? Kann ich das? Wirklich? Aber Gott verheißt. Gott beruft. Und Gott schafft Wege, wo wir keine sehen. Gott macht Dinge möglich, die uns unmöglich erscheinen. Sonst wäre es doch langweilig, oder? Also fände ich jedenfalls. Vielleicht seid ihr dann so, langweilig ist gut. Ja, klingt so abwertend, aber ist es nicht. Nein, schwierig, wenn man selber der initiative Typ ist. Lasst uns herausfordern, neues Land einzunehmen. Dass Gott dich auf weiten Raum stellt und sagt, hey, ich habe Neues für dich. Ich möchte zu dir sprechen. Ich möchte, dass du lernst, meine Stimme zu hören. Ich möchte dir die Augen öffnen, dass wenn du durch dein Leben gehst, dass du plötzlich Momente siehst, wo Gott Dinge durch dich tun möchte. Und ich möchte, dass wir als Gemeinde lernen, zu sehen, wo Gott uns noch hinhaben möchte. Wir sind gut hier drin. Hier drin sind wir ganz gut. Ja, in unserem Gebäude, Gemeinschaft zu haben. Letzte Woche, es war so schön, Gemeinschaft zu haben, zu schnacken hinterher, ja, Kuchen zu essen, so schön. Aber wir können noch mehr erreichen. Ich sehne mich danach, dass wir Sachen tun, in denen wir noch nicht so gut sind. Dass mehr Leute von draußen reinkommen, dass sie hier Freisetzung und Heilung erfahren, weil der Geist Gottes unter uns wohnt. Ich möchte sehen, wie unsere Nachbarn, nicht nur hier, sondern da, wo ihr wohnt, dass eure Nachbarn erleben, dass Gott durch euch wirkt. Ich wünsche mir, dass wir irgendwie neu eine Tür aufstoßen, wo wir merken, hey, das haben wir bisher noch nicht gemacht, aber cool. Wer weiß, was es ist, es könnte so viele Dinge sein. Da ist noch so viel mehr und ich freue mich auf das neue Kapitel, was vor uns liegt, auf den neuen Abschnitt von der Christusgemeinde. Wie gesagt, uns gibt es seit fast 115 Jahren. Und jetzt ist unsere Chance, ein neues Kapitel in diesem Buch zu schreiben, wo Leute irgendwann mal drauf gucken und sagen, ah cool, schaut euch das mal an. Die Gemeinde hat Neues gewagt. Das heißt nicht, dass wir nicht mehr die gleichen bleiben. Das heißt nicht, dass die Vergangenheit schlecht ist. Sondern das heißt nur, dass unser Gott noch so viel größer ist, als wir es uns vorstellen können. Lasst uns Mut haben und vorangehen. Ich bete.
Vater, ich danke dir, dass du so viel größer bist, als wir jemals in unserem Kopf uns das vorstellen können. Und ich danke dir, dass du uns immer wieder auf neues Land stellen möchtest. Ich danke dir, dass du verheißen hast, dass du uns versorgst, dass du uns vorangehst und dass wir mit dir über alle Hindernisse hinwegkommen. Und ich bitte dich jetzt einfach für neuen Mut, wo Mutlosigkeit ist, wo Angst ist, wo Befürchtungen sind. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, die Stimmen zu unterscheiden, dass wir das Gute hören und nicht die Gerüchte, dass nicht die Angst uns bestimmt, sondern deine Herrlichkeit. Herr, du siehst jeden Einzelnen, was die Sachen sind, die uns gerade in unserem eigenen Leben beschäftigen. Herr, ich bitte dich, dass du kommst, mit deiner Herrlichkeit kommst und sagst, du bist das Kind meines Wohlgefallens. Vater, hilf uns, das darzubieten, was du von uns möchtest, dass wir unsere Hände aufmachen können und sagen, hier sind wir, Herr, gebrauche du uns. Vater, wir wollen Neues wagen und wir wollen dir folgen. Wir sehen uns nach so viel mehr von dir, Jesus. Amen. Lasst uns ihn anbeten und noch ein Lied singen.